So, heute präsentieren wir nach dieser wunderbaren Ausstellung mit den schönen Fotos von der Lea Dietz jetzt die Autorinnen und Autoren. Fünf haben wir heute an der Reihe. Es ist Milena Vichikov-Lascher, Ono Kostas, Andrea Stift, Simon Lennertz und Werner Schandler. Und now please introduce Milena. Thank you. As a form of crossover, I will be introducing the Austrian writers, and Milena will introduce the Dutch and Flemish writer. As I said, we know Milena Vichikov-Lascher from the City Books project in Ostend. She studied Roman and Germanic languages and comparative literature in Vienna, and she made her debut with Ich Bin, and wrote a second book, Meine unbekannte Mutter, Ogasan, Meine unbekannte Mutter, and next spring, she will publish a book in Berlin. Her stories are, well, about death sometimes, about dying, about love and parting, and she wrote a very impressive story in Graz and about Graz, which you will hear now. Thank you, sir. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, Teil dieses großartigen Projekts zu sein. In meinem Graz-Text geht es um die Stadt Graz als einen Ort des Vergänglichen. Am Anfang steht ein kleines Mädchen, für das die Stadt unerreichbar, groß, voller Magie ist. Und ich lese heute aus diesem Anfang die ersten Seiten. Graz ist für mich eine Stadt, in der Menschen verschwinden. Und ich meine das so, wie ich es sage, wortwörtlich und ohne Abstriche. Graz ist für mich eine Stadt, in der verschwundene Menschen zu Hause sind. Selbst dieser Satz, einmal ausgesprochen, verschwindet, ist ein Verschwundener. Ich lausche ihm nach, während unter meinen Füßen die Äste brechen, nach all dem Regen der letzten Tage. Ist der Andritzbach ein reißendes Gewässer, er verschluckt jedes Wort, das man im Vorübergehen spricht. Ich war 4 Jahre alt, Vaters Mädchen. Er nannte mich seine kleine Frau, zwinkerndes Auge. Ich spiegelte mich darin mehr als das Haus, in dem wir lebten, und seine nackten Wände war es dieser sein Blick, der mir Obdach gab. Er umschloss mich, dunkles Grau, wie eine Haut, fest und stark. Erst um sehr viele später habe ich entdeckt, dass auch die dickste Haut eine durchlässige ist. Ein spitzer Gegenstand genügt, um in ihr weiches Inneres zu dringen. Damals aber war Vaters Blick mein Zuhause. Ich sage damals, wie in den Märchen, vor langer, langer Zeit. Vater würde mich hochheben, auf seine Schultern nehmen, den Zösenberg hinunter, im 7-Meilen-Schritt an Pferdchen und Zicklein vorbei, bis zum Ursprung tragen. Wir waren ein zweiköpfiger Riese. Vater würde mir von der Schöckelhexe erzählen, ihren struppigen Haaren, dem finsteren Wetterloch, aus dem sie den Hagel spuckte, dem einen Hagelkorn, in dem ein Haar von ihr eingeschlossen sei. Wer es fände, der habe Glück. Von daher weiß ich, dass das Glück etwas ist, was man suchen muss, und weiter noch etwas, was man vielleicht niemals findet. Der Ursprung ist eine Quelle. Es heißt, in ihm sei ein Schloss versunken. Die Nymphe, die es einst bewacht habe, sei an Land gezogen und zu Tode geprügelt worden, für immer verschollen, die Schätze des Schlosses für ewig verklungen, der Nymphengesang. Vater sagte, wenn das Licht schräg durch die Bäume auf das Wasser fällt, dann sieht man an den Berlen, den Sumpfpflanzen, noch einen Hauch von Gold. Und wenn der Wind über die steinerne Mauer fährt, dann hört man ein fernes Wehklagen wie das Verrinnen von Zeit. Ich hielt die Luft an und wagte kaum auszuatmen, so sehr wünschte ich mir, ich könnte es hören. Vaters Hand im Rücken stand ich da mit aufgeblähten Wangen. Immer wenn mir die Luft ausging, war es, als ob ich gerade den entscheidenden Moment verpasst hätte. Es macht nichts, lachte Vater. Hier am Anfang der Welt
kommt alles irgendwann zusammen. Es gibt andere Orte, an die ich mich erinnere. Wiesen und Wälder ohne Namen, von allen Orten jedoch ist es der Ursprung feucht und dunkel, mit dem ich das sichere Gefühl verbinde, einmal klein gewesen zu sein. Manchmal träume ich von ihm und rufe im Aufwachen ein mir fremd gewordenes Wort. Es kommt aus der Tiefe, zieht mich hinab und für Sekunden sehe ich mich selbst mit dem Gesicht nach unten zwischen schwimmenden Insekten treiben. Das Bild trage ich den ganzen Tag mit mir herum. Auf eine Art träumt es mich nicht umgekehrt. Am Anfang der Welt waren nur wir, Vater und ich. Wir warfen Kieselsteine und zählten die Kreise, kauten an Grashalmen und sammelten Schnecken. Noch nachdem sie sich in ihr Gehäuse zurückgezogen hatten, verriet sie eine schleimige Spur. Wir sprachen selten über Mutter und wenn, dann sehr leise. Sie hat Kopfschmerzen, flüsterte Vater. In ihrem Kopf blitzt und donnert es. Sein Flüstern wurde schwächer, brach schließlich ab, war ein Schweigen, hielt es lange genug an, konnte ich nicht mehr sagen, ob es sie überhaupt gab, jene Hand, die schlaff aus dem Laken herausfiel, jene herausgefallene Hand, die sich nicht bewegte im Dunkel des Zimmers, und die Sonne flirrte staubig durch die Jalousien, jene von der Sonne beschienene Hand, die sich plötzlich daran erinnerte, eine Lebendige zu sein, sich plötzlich regte, hin zum Nachtkästchen eine Flasche ergriff, zügige Schlucken, auch jenes, ein langgezogenes Ah, dann wieder Stille, die Hand sank zu Boden, mit ihr die Flasche, sie kullerte unter das Bett, jenes Geräusch, wenn sie am Ende zum Liegen kam, jenes sanfte Ausklirren, war das, was ich damals unter Mutter verstand. Ich könnte noch anderes hinzufügen, die Tablettenschachteln zum Beispiel, wenn sie leer waren, durfte ich mit ihnen spielen und sie als Bauklötze verwenden. Hier hast du eine, Mutters milde Stimme. Dann und wann würde sie mich zu sich winken und erstaunt feststellen, wie groß ich geworden sei, wie eine entfernte Verwandte mich an die Brust drücken, dass ich fast erstickte, scharfe Geruch aus ihrem Mund, mich wieder loslassen, zurück ins Kissen, so als ob es sie überaus geschwächt hätte, mich umarmt zu haben. Für heute reicht es, sagte sie, mehr geht einfach nicht, und mach die Tür zu. Wenn du gehst, aber bitte ganz sachte. Mit 4 Jahren hatte ich schon gelernt, wie man eine Tür sachte zumacht. Es war Vater, der mich morgens weckte. Er, der mich ankleidete und mir die Haare band, der mir ein Jausenbrot strich, Butter und Marmelade, der mich ins Auto setzte und mir im Kindergarten halb im Eingang stehend einen Kuss auf die Wangen drückte. Frau Drechsler, die Nachbarin, brachte mich mit Maria, ihrer Tochter, wieder heim. Es ist zu traurig, seufzte sie jedes Mal, wenn sie mich sah, und hielt abrupt inne, wie um ihren Worten Gewicht zu verleihen. Die restliche Fahrt über spürte ich ihre Augen im Rückspiegel sengend auf mich gerichtet. Maria fragte mich, ob auch meine Mutter einen silbergrauen Mercedes führe. Ich nickte, ja, so ungefähr, und irgendwie stimmte das auch. Mutter fuhr und fuhr, die Haare vom Fahrtwind zerzaust, fuhr sie dahin in ihrem Bett, das ein silbergrauer Mercedes hätte sein können. Ich war 6 Jahre alt, Gewinnerin des Buchstabierwettbewerbs. Der erste Preis war eine Füllfeder gewesen, ganz Andritz, hatte die Lehrerin gesagt, ist stolz auf dich. Und ich erinnere mich, dass aus ihrem Mund das Wort Andritz wie die große, weite Welt all ihre Städte und Dörfer, ihre Berge und Flüsse tönte.